Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Port. Ja, wir schauen gerade nach, ob irgendjemand noch was zu essen will. Wir können ja selber mal naschen. Ja, es ist noch nicht übelst scharf, weil keiner irgendwie Chilis will. Ich einfach mal welche reinkippen. Es müsste nur einer sich was wünschen. Okay, hier Bambus-Papaya und Fleisch. Bambus-Papaya ist die letzte tatsächlich. Und Fleisch. So. Django und Sonja kriegen hier Freundschaft. Heiß, heiß, puh. Ja, wenn man isst, scheint es von der Schärfe runter zu gehen. Okay, noch eine Schicht drüber. Für die gute Sam. Okay. Wow, so heiß. So scharf. Wow, es ist heiß. Puh, puh. Okay, das sieht mir nach so einer Maispflanze aus. Für May 15 Freundschaft. So, da haben wir noch so eine komische Klaue. Ich weiß nicht, wer so eine komische Hummerschere in Essen haben will, aber er war. Kriegste. Noch ein, der so ein bisschen Freundschaft will, vielleicht. Gibt jetzt nicht schlecht Freundschaft. Es gibt ja. Okay, Alice will einen Kürbis. Habe ich natürlich. Und da möchte jemand eine Kartoffelfrucht. So. Oh, Fleisch. Oh, Fleisch haben wir nicht mehr. Ich will es immer so durchschalten, weil ich mir denke, vielleicht kommt dann öfter mal was nacheinander. Wie jetzt. Rote Pilz. Bitteschön, Petra. Eine Schicht Karotte, die wir vorhin weg haben. Die Hummerschere will bestimmt keiner mehr. Also scharf ist es gerade nicht, aber wenn die schon mal alle fressen. Heiß, so scharf. Ende. Okay, Ende. Kann ich kurz ins Museum gehen und meinen Fisch spenden? Oder Siva, weil Siva, der jetzt gerade wegrennt, wollte von mir unbedingt so einen Pilzeintopf haben, den ich ihnen gemacht habe. Nee, jetzt ist noch mal eine Runde Schneeballschlacht, genau. Da müssen wir noch hin. Wir müssen zur Schneeballschlacht, Leute. Okay, da ist Papa Bär. Habe ich für den Honig dabei? Aber bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, weil der liebt ja Honig. Ja, für den habe ich was dabei. So. Ach, schön in die Kacke rum. Oh, Kartoffelfrucht. Schneeballschlacht. Wenn sie mitmachen müssten, melde dich an. Ja, wo muss ich mich anmelden? Oder ist es erst jetzt dann? Warte, wir schauen mal kurz in den Kalender. Da steht es drin. Nee, irgendwie steht das da nicht drin. Wie schade. Ich schätze mal, es geht um 4 Uhr los, weil es dann immer glatte Uhrzeiten eigentlich sind. So. Na, Abend. Hallöchen. Also, wir sind sehr gut gewesen bei unserer. Oh, jetzt hat. Okay, jetzt. Werfe ich mit Schneebällen um mich auf Brasley. Ach, da kriege ich auch nochmal Freundschaft mit dem, wenn ich die treffe, gell? Okay. Wenn ich die treffe, ist das andere Ding. Okay. Teilweise fliegen ja die Schneebälle so ein bisschen lange. Wow. Ich kann die leider nicht irgendwie mit Power schmeißen. Ich könnte halt höchstens mit links schießen, aber das bringt mir wenig. Du bist weg, bis ich da schieße. Na, wäre noch mal gewesen wahrscheinlich.
Ach, Higgins. Arsch. Ich kann ja nicht drauf spekulieren, dass sie gleich drüber schauen. Arsch. Das ist ganz ehrlich. Wir haben schon viele Fehlschüsse diesmal. Ah, das liegt nicht an mir. Das liegt an diesen Deppen, die hier einmal kurz rüber schauen und dann sind sie wieder weg. Okay, das war der letzte. So. Cool, haben wir das Fest überstanden, ne? Ja, wie gesagt, ich würde heute noch gerne zur Ding gehen, zur Dana, weil wir einfach der ein bisschen mehr Freundschaft kriegen. Aber ansonsten müssen wir schon, dass wir irgendwie die Energie wegkriegen. Ah, wir haben da was gemacht. Höchstens, dass wir schon am Grundstück stehen haben, würde ich sagen. Haben wir den schon? Das ist der mit Lanz, oder? Hm. So, was haben wir hier? Fangkehl! Oh, cool, wir haben Dinge behalten, bekommen. Wahrscheinlich so, ah, oh, dein Freund hat dich verlassen. Hm. Ja, wir waren ja sogar mit ihm verheiratet, gell? Das ist es. Der hat mich einfach verlassen. Relikte, Holzkiste, Holzkiste. Habe ich irgendwo eine Essenskiste? Ich finde, das wird. Nein, Fisch habe ich noch woanders, aber ich finde, das wird eine wunderschöne Essenskiste hier. Salz, Tee. Oder was habe ich da hinten noch? Nee, da ist nichts mehr. Okay. Ja, hier ist so Winterzeug drin. Dann bräuchte ich meine Geschenke und meinen Fisch. Ack, Hornblatt und Baumaterial. Erze, fertiges Essen, Geschenke. Oh, das ist voll. Schön. Das können wir irgendwann mal verscherbeln, wenn wir genug Kohle haben. Geschenke. Okay. Geschenke ist wohl voll. Da ist ja Platz. So. Dann fahren wir mal zu Dana. Ich schätze mal, die ist noch da hinten. Hoffen wir einfach mal, sonst sind wir jetzt 47 Minuten dumm durch die Gegend gefahren. die stände bei uns nirgends rum, also muss die eigentlich hier sein. Ach, da ist sie. Da hake ich doch die Dana auf dies Verlass. Wenn die hier hinten rumstehen will, dann steht die hier hinten rum. Bitteschön. So. Dann würde ich mal sagen, wir gehen in diese Mine hier. Vielleicht finden wir noch was Cooles. Und ja. Ja, und dann heiraten wir wohl demnächst Phyllis. Wenn der Chat das möchte, dass wir Phyllis als nächster nehmen, dann nehmen wir wohl Phyllis als nächstes. Die gute. Ich glaube, da schaltet man dann auch irgendwas in der Wüste frei. Zumindest ist das ein Award bei Xbox. So, was gibt's denn hier so schönes? Kiste mit Teilen. Kiste mit Teilen ist scheiße. Markus Geschichte. Boah, wenn ich jetzt lese Markus Geschichte, muss ich einfach an einen aus meiner Klasse denken. Als wir das letzte Mal gespielt haben, hatte ich noch keinen Marco in der Klasse. Jetzt habe ich einen Marco in der Klasse. Und wieder am Anfang des Jahres nach Hobbys gefragt. Und wenn du sagst, Bier trinken, glaube ich, hast du direkt so einen Stempel irgendwie, dass du vielleicht ein Alkoholiker sein könntest. Diese Annahme, die ich am ersten Schultag hatte, hat sich dann auch irgendwie bestätigt. Der trinkt sehr viel Alkohol. Seiner Freizeit, der ist wohl dauerhaft betrunken. Boah, ich kenne jetzt voll viel. Wir können Minen-Stories wieder erzählen. Aber jetzt erstmal hier Charakter. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Datingpunkte, würde ich sagen. Ja, Datingpunkte hört sich gut an. Ja, der gute Marco. Er stand dann alles zur Verfügung. Alle Charaktere bis auf Adi, der uns ja irgendwie verlassen hat und weggerannt ist. Da ist ganz viel.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist echt ein besonderer Mensch. Also, schlafen tut er den ganzen Tag und ist auch selten in der Schule und so. Das ist wirklich ein sehr interessanter Mensch. Und das ist, der gehört einfach zu den Menschen, wo ich mir so denke, für was sind die da? Die sind nur da, dass sie BAföG gerade kriegen. Weil der ist schon 26, glaube ich. Also, der ist noch älter als ich. Macht gerade sein Abi und irgendwie ist er nicht so erfolgreich dabei. Übrigens, ich habe euch das, glaube ich, gar nicht erzählt. Ich habe einfach einen 1,5er Schnitt schon wieder. Ohne dafür irgendwie was großartig getan zu haben. Ja, nächste Woche wird nochmal richtig hart für mich. Ich schreibe Montag einfach Mathe, halt gleichzeitig dann noch mein Naturwissenschaften-Referat, einfach so am selben Tag. Und ach ja, dann habe ich noch ein bisschen hier VWL am Donnerstag und am Freitag dann noch Deutsch so zur Krönung. Echt schön. Also meine nächste Woche wird eine Katastrophe. Ach ja, und habe ich schon erwähnt, ich bin krank. Das heißt, meine Vorbereitung dafür am Wochenende wird ein bisschen geringer ausfallen, obwohl ich mir Mathe tatsächlich ein bisschen anschauen müsste. Weil es da so ein Thema gibt, wo ich mir einfach so denke, what the hell? Ja, das müsste ich mir vielleicht nochmal anschauen. Ich glaube echt, wir finden hier lauter Zeug, was wir noch nicht haben. Ich habe richtig große Hoffnung. Klingt nach einer Traumwoche, einen wunderschönen Montag. Ja. Aber ich muss noch was dazu sagen. Nächsten Montag ist der letzte Tag, wo ich arbeiten gehe. Und dann habe ich einfach 2 Monate Urlaub, dass ich für meine Prüfung lernen kann. Und ich habe das so nötig einfach, weil das mich zurzeit so stresst mit Schule und Arbeit gleichzeitig. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Dann verzichte ich halt ein bisschen auf Arbeit. Also ich habe genügend Überstunden. Also es ist nicht so, dass ich kein Geld kriegen würde für die Zeit. Ja, und bleib einfach mal 2 Monate daheim, bis ich dann eben meine Prüfung schreibe. Also natürlich, ich habe Besseres zu tun. Aber ja, ich werde, denke ich, dann trotzdem öfter streamen können. Einfach weil ich mir nicht denken muss, oh, jetzt muss ich meinen Laptop von der Arbeit umstecken. Was manchmal eine sehr große Herausforderung ist, mich an der Arbeit hindert, an dem Stream hindert. Also ich könnte mir gut vorstellen, weil es gibt dann auch ruhigere Wochen, dass ich dann ein bisschen mehr streamen werde. Ich muss jetzt eh insgesamt schauen, wie ich es dann mache, wenn ich jetzt dann mein allgemeines Abi habe und studieren bin, ob ich dann noch arbeite oder nicht, weil ich mir dann nicht so sicher bin. Na, es klingt sehr gut, ja. Also es ist so gerade mein Hoffnungsschimmer, dass Montag eben mein letzter Arbeitstag ist. Also Montag wird Stress pur. Dafür weiß ich, nach Montag wird es besser. Dann habe ich halt praktisch nicht mehr ganz so viel Stress und dann wird das alles hoffentlich ruhiger. Die Minen sind tausendmal, auch nochmal besser als in Sandrock. Ja, also ich finde, das habe ich schon so oft bei Sandrock gesagt, dass ich diese Minen in Sandrock richtig verteufel. Also klar, dass man da durchgehen muss und so, ist cool, dass man zu schweren Erz kommt, aber hier kann man halt einfach so, okay, ich brauche Aluminium, gut, ich gehe in die Mine, passt. Und nicht wie bei Sandrock. Oh, da muss ich jetzt erstmal durch 20 Dinger durch und dann bin ich mal da und dann passt das immer noch nicht. Weil dann ist das Vorkommen vorbei. Oder ich finde halt nur das in der Erde und aber keine Erze am Land, dass ich die ja praktisch so kaputt mache. Und das heißt, das bringt mir eigentlich nichts, weil ich beim Einbahn eh schon 5 Stück brauche. Und ich finde aus so einem Vorkommen maximal 2. Oh, ganz schlimm. Okay. Ack musste was ernten, aber ich bin ja nicht Ack. Relikte. Dreimal dasselbe Teil, cool. Okay, mein Erz ist voll. So. Raketen. Ich glaube, das Segelschiffmodell haben wir noch nicht. Machen wir mal das als erstes. Warte mal, Auftakt muss ich den hier auch immer manuell, sonst geht ja heute Nacht aus. So, dann schauen wir mal, was haben wir. Okay, das läuft noch einen Tag, läuft noch 3 Tage, läuft noch einen Tag, das habe ich ja gerade gemacht. Was haben wir denn da jetzt nicht so ausführlich? Was ist nicht der Stoff, weil ich keinen Schleim habe. Okay, ich muss die Ziviltruppe mal losschicken, heißt das. Ja gut, Faserstoff ist ja auch wichtig, habe ich gehört.
Okay, Fertigung abgeschlossen. Ach, das ist sogar mein Plattenmacher, gell? Titaniumplatte. Schön. Was brauche ich denn so? Was können wir machen? Stahlplatten haben wir noch in der 10. Ja, komm, machen wir noch ein paar Aluminiumplatten. Ja gut, die macht da gerade Benzin aufgebracht. Also Aqua heute nicht besonders fleißig, wenn wir hier auf. Der mich hier nicht sonderlich unterstützt. Mache ich eigentlich so viel Steinziegel in Auftrag gegeben? Was ist eigentlich meine nächste Party? Ist da schon was in Planung? Morgen. Ja, ich denke, ich habe die Einladung verteilt. Bestimmt habe ich die Einladung verteilt. Ich werde nicht vergessen, die Einladung zu verteilen. Aber wir sollten das Essen schon mal hinstellen. Ist ich schon wieder mitten in der Nacht. Ich habe da irgendwo bestimmt Essen. Ja. Nehmen wir das Ganze mal und stellen es auf. So. Den Fisch für die Katze kriegt er auch. Okay, perfekt. Hier haben wir leider nicht diese schöne Nachfüllfunktion wie bei Sandfrog. Also, dass halt praktisch das Ding da immer hinfährt und es auffüllt. Das war nämlich sehr schön. Es ist eine kleine Verbesserung in Sandfrog. Zement, ja, das geht alles. Ich glaube, wir sollten schlafen gehen. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und dann geht's morgen weiter bei My Time at Portia. Bis dahin, bye.